Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Jetzt wird es wirklich winterlich bei uns und das trifft morgen und in der Nacht bereits vor allem die Südosthälfte Deutschlands. Da kann es bis morgen Abend zum Teil an die 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee geben in den Bergen. Selbst im Flachland reicht es für 5 bis 10 Zentimeter und das Ganze betrifft vor allen Dingen dann vom Erzgebirge runter bis zum Schwarzwald und südlich davon die Regionen. Dann aber auch in den Mittelgebirgen, wobei es so Richtung Eifel und dann auch Hochsauerlandkreis, also alle nördlichen Mittelgebirge, eher in Form von Schauern fallen werden, diese Schneeschauer, die da kommen. Nach Südosten hin aber kann es richtig kräftig schneien. Das beginnt bereits in der Nacht. Da wird es im Südosten Bayerns noch Regen sein, sonst eben vom Erzgebirge runter bis zum Schwarzwald Schneefall. Schneefallgrenze sinkt immer weiter ab. Dann gibt es einen Streifen, wo es meist trocken ist, weiter nach Nordwesten einzelne Schauer. Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 5 und 0 Grad. Hier können die Straßen also auch schon glatt werden, vor allem in den höheren Lagen. Morgen Vormittag weiterhin dichte Wolkenfelder, weiterhin starker Schneefall. Der Südosten Bayerns davon noch ausgenommen. Nach Westen hin nur ganz vereinzelte Schauer und da auch gelegentlich kurze sonnige Abschnitte im Laufe des Nachmittags dann. Aber wirklich die ganze Südosthälfte Schnee bis in tiefe Lagen. Wie gesagt, bis morgen Abend auch im Flachland 5 bis 10 Zentimeter. Sonst in den Mittelgebirgen einzelne Schauer. Das gleiche gilt dann für den Westen und Nordwesten Deutschlands. Auch hier nur kurz sonnige Abschnitte. Temperaturen im Dauerschneefall gerade mal um die 0 Grad, sonst 3 bis 6 Grad und das alles bei auch noch kräftigem Wind. Der kommt aus nördlichen Richtungen und von Norden kommt eben auch die kalte Luft zu uns. Im Mittel Windstärke 3 bis 4, Nord- und Ostsee im Mittel Windstärke 5. In den höheren Lagen, in den Bergen kann es dann eben morgen auch zu Schneeverwehungen kommen. Am Freitag haben wir es noch mit einzelnen Schneeschauern zu tun, dann Temperaturen von 2 bis 5 Grad. Am Samstag ein neues Frontensystem aus Westen, Schnee dann in den höheren Lagen, sonst Graupel- oder Schneeregenschauer und das alles nach sehr kalter Nacht. Schönen Abend.